Das Leben lebt sich gut. Manchmal braucht es Mut, einen Schritt nach vorne zu gehen und die anderen mal mit anderen Augen zu sehen. Glaube mir, dann nimmt sich das Leben schön. Traubensaft, Balsamessig, aus. Weinessig, raus. Weinessig, raus. Das bin ich, Nikolas. Trinkwasser, Magermilch, Brandweinessig. Brandweinessig ist auch schlecht. Modifizierte Stärke. Ist auch schlecht, denn es könnte aus Getreide sein. Okay. Gewürze. Und das ist Jonah Simon, der ist Rabbiner in Oldenburg. Für 7 Tage lebe ich in seiner jüdischen Gemeinde. Gua ist in Ordnung. Okay, das heißt, wir haben pflanzliches Öl, Brandweinessig, modifizierte Stärke, raus damit. Jonah hat mich für Pessach eingeladen. Okay. Da ist nicht mehr viel drin. Ketchup. Zu diesem jüdischen Fest werden viele Speisen aus der Küche verbannt. Tomatenmark, okay. Brandweinessig. Raus damit. Echt aufwendig. Und nicht nur das. Zu Pessach muss das gesamte Gemeindehaus geputzt werden. Jeder Krümel, der nicht koscher ist, muss weg. Ich selbst kannte bisher keinen einzigen Menschen mit jüdischem Glauben. Wie lebt man diesen Glauben? Wie feiern die ihre Feste? Und welches Bild haben die Juden von Deutschland, ihrem Zuhause? Und davon handelt dieser Film. Ich ziehe mir gerade die Schuhe aus. Dann muss man sich nämlich nicht so bücken. Ich meine, wir sind ja schon in der glücklichen Situation, dass wir überhaupt eine Mikwe haben in Oldenburg mit Regenwasser. Eine was? Eine Mikwe, ein rituelles Tauchbad, so heißt das Ding. Und das wird da alles eingetaucht? Genau. Und ich brauche das jetzt einzutauchen, sowieso nicht nur für Pessach, sondern weil ich es neu gekauft habe. Und alles, was neu gekauft wird, wird einmal untergetaucht. Gut. Dann gibt es einen Segensspruch, den man sagt. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al tvilat kelim. Das heißt auf Deutsch: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du uns geheiligt hast durch deine Gebote und uns befohlen hast, Geschirr unterzutauchen. Das ist kein Witz mit dem Geschirr untertauchen? Nein. Dann lege ich das am besten hier aufs Handtuch. Jonah meint das verdammt ernst mit der Tradition. Die Mikwe hier ist mit Regenwasser gefüllt, direkt vom Himmel. Was hier eingetaucht wird, ist hinterher koscher. Das gilt für Menschen wie fürs Geschirr. Schon ein bisschen schräg, so eine heilige Spülmaschine. Zu Pessach gelten besondere Regeln. Alles, was nicht gegessen werden darf, wird weggegeben. Oder landet im Feuer. So, das ist jetzt definitiv nicht mehr essbar, richtig? Nicht wirklich. Aber im Moment fällt es noch unter geröstete Mandeln. Ja. Okay. Aber es ist schade drum eigentlich. Das sind die letzten Reste. Kol Chamira. Mein erster Tag hier und ich verstehe nichts. Jetzt ist alles kascher für Pessach. Ah, okay. Das ist der Abschluss quasi davon, wenn man das verbrannt hat, ist es durch. Jetzt sind die Reste raus aus dem Haus und jetzt sind die Reste auch vernichtet. Damit ist das Haus jetzt koscher für Pessach. Und das Gleiche blüht mir heute noch zu Hause. Ja. So, jetzt müssen wir da alle noch drauf pinkeln. Das ist, gilt auch die Regel, oder? Ja, das bringt Glück. Heute gibt es 321 Juden in der Gemeinde Oldenburg. Vor dem Krieg gab es in Ostfriesland tausende Juden, bevor sie von den Nazis vertrieben oder ermordet wurden. So, wir probieren jetzt. In Oschras Küche riecht es nach Zimt, Nüssen und Sellerie. Oschra kocht für die Gemeinde,
Natürlich koscher. Für mich ist das das erste Mal. Oh oh. Das riecht schon. Es brennt. Jüdische Feste zu feiern heißt vor allem gut essen. Eine Woche lang. Lauter seltsame, aber ziemlich leckere Sachen. Wie Matzenbrot. So eine Art heiliges Knäckebrot. Oder dieses Apfelnuss-Zimt-Ding. Weißt du, was Charoset symbolisiert? Nee, weiß ich nicht. Leben. Leben? Ja, weil als die Kinder Israel in Ägypten Knechten waren, was mussten die für Pharao herstellen? Ziegel. Ziegel. Aus Leben. Und zur Erinnerung an diese Zeit, wir machen das, diese Charoset symbolisiert Leben. Und man sieht, also diese Äpfelstücke, das ist Stroh. Das Ei, das ist das harte Leben. Das ist auch ein Symbol für Trauer, Ei. Ne? Bei euch hat alles irgendwie eine Bedeutung. Genau. Nicht viel, ja? Mhm. Ja. Ich glaube, das kriege ich hin. Alles, was ich hier anfasse, hat Gewicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass nach der jüdischen Überlieferung in den Rezepten 3000 Jahre alte Geschichte steckt. Und wer hat sich diese Speiseregeln ausgedacht? Gott. Ja. Deswegen steht es in der Tora. Genau. Das muss jeder mit sich selber abmachen. Und als Juden steht zwar in die Tora, aber letztendlich, wie man lebt, das ist diese Hadern im Alltag mit Gott. Man will das tun, wie er uns befohlen hat, aber zwischendurch kommt dieser Zweifel und diese Hadern, hat das einen Sinn? Was meint er genau damit? Wie soll ich das genau verstehen? Und bis ich das verstanden habe, kann dauern. Wie weit bist du im Verstehen? Ich verstehe als Mensch, aber wie Gott das genau gemeint hat, das weiß ich nicht. Nach dem Kochen mit Oshra wird mir klar, dass der Zweifel wohl zum jüdischen Glauben gehört. Zweifeln finde ich gut. Ich verstehe schon wieder kein Wort. Aber das Lied ist schön. Hier liegt theoretisch, das, also virtuell, ein Shankbone, ein Lammknochen. Ja, den habe ich aber gestern in Delmenhorst vergessen. Eine Scheibe Meerrettich, es ist Rettich, es soll Meerrettich sein. Meerrettich gemahlen. Das Volk Israel war in Ägypten versklavt und sie mussten für den Pharao Städte bauen. Wir tun immer so, als wenn wir die Pyramiden gebaut hätten, aber das ist historisch erwiesen, dass wir das nicht gewesen sind. Wir durften Vorratsstädte bauen, Pithom und Ramses. Und mussten die Ziegel selber herstellen, aus Lehm. Und deswegen ist dieses Charoset, dieser Brei, symbolisiert den Lehm. Das Salzwasser symbolisiert die Tränen, die wir in Ägypten vergossen haben, als wir für den Pharao Vorratsstätte bauen durften mussten. Habt ihr getunkt? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam bore pri ha'adama. Super Salzwasser. Und brechen. Oh. Oh.
Sebon. Pessach, der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Bibelkunde zum Abendbrot. Danke. Beim Essen lernt sich's am besten. Wenn du vergleichst so mit anderen Kindern, also wachsen die religiös auf in deiner Schule? Überhaupt nicht. Also niemand geht in die Kirche oder irgendwas und dann. Gehst du in die Synagoge? Also ich hätte es gerne ein bisschen manchmal. Also ich bin früher bin ich regelmäßig gegangen, aber halt wenn man älter wird, dann. War nicht schlecht. Jetzt weniger? Ja. Ich habe mit 16 aufgehört, in die Kirche zu gehen. Nee, ich habe irgendwie vor 2 Jahren oder so habe ich aufgehört. Du kannst ihn fragen, was drin ist. Er hat es nämlich alles selbst gemacht gestern. Aber waren Sie? Mit Oschka zusammen. Also ich habe ein bisschen Hilfe bekommen. Ganz allein hätte ich das nicht geschafft. Du kannst den nächsten Pizza selber organisieren. Kannst versuchen. Also egal, ob der Seder vernünftig läuft oder nicht, wenn die Matzeknödelsuppe gut ist, gerettet. Und heute gerettet. Ja. In jedem Löffel ein bisschen jüdische Geschichte. Schmeckt gut. Klasse aus. So was Schönes habe ich aus Matzen noch nie. Seder heißt dieses Festessen bei den Juden. So oder so ähnlich muss Jesus mit seinen Jüngern das auch gefeiert haben. Was bedeutet denn für das Judentum das Neue Testament? Hat keine Bedeutung. Null Bedeutung. Das heißt, Jesus war einfach nur ein Jude? Ja. Der einer von 4000, den die Römer gekreuzigt haben. Ja. Ja. Gibt es denn im Judentum einen Messias, der irgendwann auf die Erde kommt und alles errettet oder ja. So? Ja. Auf den warten wir immer noch. Das ist eigentlich der Unterschied zwischen Christentum und Judentum. Die Christen glauben, der Messias war schon da und die Juden denken, er kommt noch. Und das ist der ganze Streit zwischen Christen und Judentum. Ich glaube, Gershon Scholem ist es gewesen, der gesagt hat, was streiten wir uns jetzt? Wir können doch warten, bis der Messias kommt. Und wenn er sagt, hey Leute, schön euch wiederzusehen, oder ob er sagt, hey Leute, endlich bin ich da, dann wissen wir es. Aber bis dahin lohnt es sich nicht, darüber zu streiten. Dann habe ich die Spur verwischen, habe ich nicht angedacht. Warst du schon in Israel? Ja. Also ich war das erste Mal da, als ich 6 Wochen alt war. Und dann sind wir jeden Sommer sind wir dahin gefahren. Aber dadurch, dass wir da halt so oft waren, fühle ich mich da halt schon irgendwie zu Hause. Also zufällig. Mehr zu Hause als hier? Manchmal schon, ja. Warum das? Weil ich da die Hälfte der Zeit aufgewachsen bin und da der größte Teil meiner Familie lebt. Und das war ein großer Hund. Hast du dir mal überlegt, ganz dahin zu gehen? Ja, also ich wollte jetzt nach der Schule wollte ich da in die Armee für wahrscheinlich 4 Jahre oder so. Du gehst in die Armee? Mhm. Mach keinen Scheiß. Doch. 4 Jahre? Ja, also wahrscheinlich, also erst wollte ich nur für ein Jahr gehen. Aber jetzt. Also du gehst zur israelischen Armee, aber zur Bundeswehr würdest du nicht gehen? Mhm. Warum nicht? Weil das da was anderes ist. Also, fühl ich mich mehr verpflichtet so. Jerusalem shel zahav veshel nechoshet veshel or alo lecho shiraich ani kinor. Stimmt. Noch ist er dir groß. Ja, Papa. Baba. Ja, ne? Am dritten Tag lädt mich Jona zum Frühstück ein. Und die Uhr ist für ihn. Seine Frau Alina ist auch Rabbinerin. Am Pessach ist es immer etwas Besonderes. Eben, es gibt
spezielle Gerichte. Es gibt Schokomanze. Kannst du probieren, wenn du noch nicht gemacht hast. Das ist eben auch ein süßes Frühstück. Ich mag süße Frühstücke. Echt lecker. Alina und Jona haben sich auf der Rabbinerschule kennengelernt. Alina kommt aus der Ukraine. Ich habe damals noch die Situationen erlebt, wo die Leute die Anträge gestellt haben, gleichzeitig in der israelischen Botschaft und in der deutschen Botschaft. Und wo sie zuerst die Zulassung bekommen haben, sind sie hingefahren. Ja, Hauptsache raus. Hauptsache weg aus der Sowjetunion. Sind denn deine Gemeindemitglieder jüdisch aufgewachsen in der ehemaligen Sowjetunion? Eben die wenigsten. Und das ist die Generation von meinen Eltern bis zu meiner Generation, die mit Religion fast nichts zu tun hatten und ihre Religion eigentlich selbstständig wiederfinden mussten. Und die, die nach Deutschland gekommen sind, haben ihre Religion, also Judentum, hier entdeckt, wiederentdeckt. Und das ist natürlich auch sehr schwierig, weil man erstmal sich mit Religion beschäftigt, die man vergessen hat und die, von der man keine Ahnung hat, und noch dazu auf Deutsch. Ja. Ja. Ja, ja. Na gut, anziehen magst du nicht, aber essen hoffentlich. Erstmal trinken. Was mich auch so ein bisschen beschäftigt, ist, ihr seid jetzt so in Oldenburg, in Deutschland, was das Judentum angeht. Beschäftigt man sich da eigentlich noch als Rabbi mit Nahostpolitik, Außenpolitik Israels? Mit Nahostpolitik habe ich das Gefühl, muss ich mich ständig beschäftigen, weil man ständig gefragt wird. Ich habe früher immer gesagt, das ist nicht mein Business, fragen Sie mich über, keine Ahnung, die Politik des Stadtrats von Oldenburg, denn da habe ich gewählt. In Israel wähle ich nicht. Hiermit habe ich täglich zu tun. Mit Israel habe ich im Grunde genommen nicht täglich zu tun, aber man kann Judentum von Israel nicht loskoppeln. Nicht nur vom Land Israel, auch vom Staat Israel kann man es einfach nicht abkoppeln. Glaubst du, dass Israel eine besondere Stellung in der Welt hat? Als Volk oder als Staat? Als Volk. Wenn ich davon ausgehe, es gibt einen Gott, der mit Menschen interagiert, dann gehe ich davon aus, dass Israel eine besondere Rolle zugedacht ist. Die andere Sache ist, ein Licht für die Völker zu sein und zu verbreiten, dass es nur einen Gott gibt. Was nach Mission klingt. Und wahrscheinlich auch damals missionarisch gemeint war, wovon wir zum Glück abgerückt sind. Also Mission in dem Sinne, man muss Jude werden, gibt es im Judentum nicht. Also jeder Gerechte hat Anteil an der kommenden Welt. Also Judentum ist keine Seelenrettungsgeschichte oder so. Es ist sehr entspannend, das zu wissen. Und das als Gewissheit zu haben, ich muss niemanden davon überzeugen. Nach dem Frühstück wieder kochen. Am Wochenende wird wie immer Schabbat gefeiert. Das ist sowas wie bei den gläubigen Christen der Sonntag, nur ein bisschen strenger. Also was gibt es denn heute überhaupt? Ich mache Hühnersuppe. Oschra und ich sind mittlerweile ein ganz gut eingespieltes Team. Kannst du bitte mir auch ein Ei reinschlagen? Oschra kommt aus Israel. Mit 20 ist sie nach Deutschland gegangen. Man muss die flach machen, das ist die Hauptsache. Sie gut durchbraten. Ja. Es muss schon komisch sein, von zu Hause wegzugehen, alles hinter sich zu lassen. Im Gepäck die alten Rezepte. Warum bist du denn weg aus Israel? Die Liebe. Ich habe in Israel einen deutschen Mann kennengelernt. Wir haben uns verliebt und dann bin ich nach Deutschland gekommen.
Wie hast du damals gedacht über Deutsche? Ich habe keine Vorurteile gehabt, wenn du das meinst. Ja, dachte ich. Nee. Nee. Obwohl, das war nicht schwer, Vorurteile zu haben, weil ich schon in der Grundschule, wir haben über den Zweiten Weltkrieg gelernt und was im Konzentrationslager stattgefunden hat. Und für Schüler, dass die gerade mal 10 oder 11 Jahre alt sind, das ist schwierig manchmal. Also diese Brutalität schon zu lernen in diesem Alter. Und, aber wie gesagt, das hat mich aber nicht negativ beeinflusst. Aber meine Freundschaftskreis damals, die konnten nicht verstehen, dass ich nach Deutschland gehen möchte. Ja, das ist für viele Leute immer noch das Land, wo ein Massenmord stattgefunden hat. Und die können das einfach nicht vergessen. Also man soll das auch nicht vergessen, aber man soll das schon differenzieren. Feiern zu Hause, ganz leise. Schabbat im Wohnzimmer. Ja, das ist so. Hält es auch? Ja, wenn du nicht so wild bist, dann hält das. Okay, beim Kerzen anzünden, dann stehen wir alle auf. Dieser Freitagabend, irgendwie mystisch. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. אמן. אמן. Ab jetzt sind 24 Stunden Ruhe angesagt. Letzter Tag. Wenn ich den Text des Liedes verstehen würde, ich würde wahrscheinlich mitsingen. Das hat was, so eine Gemeinde. Egal, an was sie glaubt. Nur, dass es hier besonders gut schmeckt. Vor allem die Knödelsuppe. Ja, das ist der alte Friedhof von 1812. 1814 ist, glaube ich, das erste Grab. Ich habe mich von Anfang an gefragt, wie Juden, egal woher sie kommen, über Deutschland denken. Denn natürlich verbinde ich den Holocaust auch mit meiner Geschichte. Und das kam ja nicht von einem Tag auf den anderen damals. Ich meine, das bahnte sich an über 10, 15 Jahre. Und niemand hat es gemerkt. Und hinterher sagt man plötzlich, oh. Und dann, das ist mal der interessanteste Satz, und dann kamen die Nazis. Ich sage, die Nazis kamen nicht. Die Leute, die jetzt, die nebenan wohnten, das sind die Nazis. Die sind Nazis geworden. Das klingt immer so, die Nazis sind gekommen und dann waren die Nazis wieder weg. Wie so eine fremde Invasion von außen. Wo ich sage, das ist, klingt wirklich
so, als wenn man sagen will, wir sind überrollt worden von irgendwem. Ist man nicht. Man hat sich selber geändert, man hat sich dazu entschieden, das so zu machen. Egal, wie manipuliert man gewesen ist. Aber auch das gehört dazu, dass man aufpassen muss, ob man gerade manipuliert wird oder nicht. Das Problem ist, dass jeder von uns so ein Päckchen Geschichte mit sich herumschleppt und das auch nicht los wird. Vor allem, wenn man noch die Generation kennt, die im Dritten Reich aktiv waren. Mhm. Also meine Großeltern mütterlicherseits sind schon tot. Der Opa, also mein Opa, war in der Waffen-SS, hat gekämpft in Russland. Der andere Opa, der noch lebt und 90 geworden ist gerade, der hat auch gekämpft, nicht in der Waffen-SS, aber war an der Front in Russland. Die waren nicht in Deutschland, haben nicht in Deutschland gelebt. Trotzdem hat man immer so ein mulmiges Gefühl, weil die Großeltern Dampf gemacht haben. Okay, da gibt es die russischen Juden, die haben dann drunter gelitten, ne? Wenn man in Russland war. Ja, kann ich verstehen, dass diese Päckchen schwer zu tragen sind, manchmal. Aber andererseits, der Inhalt in dem Päckchen, das ist dein Paket, aber der Inhalt ist ja nicht deiner, sondern der deines Großvaters. Also du trägst das Paket, aber reingepackt hast du es nicht. Ich meine, reingepackt hat es dein Großvater. Und da denke ich, niemand soll verantwortlich gemacht werden für das, was irgendwie die Eltern oder Großeltern getan haben. Ich meine, wenn mein Vater, plattes Beispiel, Steuern hinterzieht, es ist seine Sache, nicht meine. Wenn Opa in der Waffen-SS in Russland Scharmützel veranstaltet und Massaker, es ist seine Sache und nichts, was du zu verantworten hast. Wir beide werden auf jeden Fall uns für die nächsten 30, 40, vielleicht 50 Jahre dieses Land teilen. Also, und unsere Kinder hinterher. Also, was bleibt uns übrig? Ich meine, das heißt jetzt nicht, es ist übel, aber so muss es sein, sondern ich meine, es ist doch in Ordnung und es ist normal so. Gibt es eine unverheiratete junge Dame unter uns? Schei, komm nach vorne. Und zwar, so hoch wie du die Kerze hältst, so groß wird dein zukünftiger Ehemann sein. Überlegst dir also gut. Hm. Wow, du willst es wissen, ne? Nein, 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 ja, nein, nein. Nein, 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 nein. 7 Tage war ich in der jüdischen Gemeinde in Oldenburg. Eine Woche voller kleiner und großer Feiern. Ich bin ihrer Welt ein bisschen näher gekommen, auch wenn ich noch nicht alles verstehe. Wie denn auch bei den vielen Geschichten und Regeln. Aber ich habe unglaublichen Appetit bekommen. Auf ihre fröhliche Musik, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Die leckere Knödelsuppe, die ich jetzt noch schmecken kann, ihre Zweifel und den feinen Humor, den ich so gerne mag.